Also, was sind denn die Anforderungen an so eine Hash-Funktion? Mindestanforderungen. Also, wenn wir diesen Fall haben, wir haben jetzt eine Reihe von Schlüsseln und möchten sozusagen die Daten, die da drunter hängen, hier ablegen und brauchen jetzt fürchterlich lange, um überhaupt das richtige Feld hier zu berechnen, dann ist das sicherlich nicht gut. Kommt das unserem Ziele, beispielsweise diese Einfügeoperation in O von 1 Zeit zu erreichen, sicherlich nicht besonders nahe. Also Mindestanforderung ist, dieses H lässt sich erstmal schnell berechnen. Und das zweite ist natürlich, dass wir irgendwie gut streuen über die möglichen Werte, sprich über die Indizes der Tabelle. Also das ist irgendwie Mindestanforderung. Sagen Sie mir mal Ihre Matrikelnummer. 3, 2, 3. Ich schreibe mir nur die ersten drei Nummern hin. Nehmen wir mal die letzten drei Stellen. Also Ziel, das nochmal zur Erinnerung. Was häufig genutzt wird, ist dieses Ding, sogenannte Divisionsmethode. Division mit Rest ist einfach zu berechnen, aber hat natürlich auch ein paar Nachteile. Also beispielsweise, was passiert, wenn M gerade ist? Können wir unterscheiden, wenn K gerade ist, dann können wir da irgendwie einen Zusammenhang herstellen, dann ist auch immer dieses Biest gerade. Egal welches Q wir hier nehmen, wenn wir von dem K, was gerade ist, ein Vielfaches dieser geraden Zahl M abziehen, ist das immer eine gerade Zahl und das ist gerade hier dieser Ausdruck, dann ist das gerade und wenn K ungerade ist, dann ist auch dieses HK ungerade. Also da gibt es schon mal einen Zusammenhang hier zwischen diesem M hier und diesem K. Das ist schon mal irgendwie nicht gut. Für den Fall, dass M gleich 2 hoch I ist für I aus N, also irgendwie eine Zweierpotenz. Rechnen wir einfach mal aus für diese ganzen Werte hier. Was liefert das? Also das sind jeweils hier diese Schlüssel, K. Und jetzt setze ich die einfach mal ein in meine Funktion hier. Was kommt hier hin? 1. Was kommt hier hin? Immer der Division mit Rest durch 8. 3 modulo 8 ist, genau, 4 modulo 8, 3, 2, 1. So, und jetzt machen wir nochmal ein Gedankenexperiment. Jetzt schreiben wir mal die Binärkodierung in 8 Bit hin. Ich schreibe die mal übereinander. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Also ich kodiere jetzt immer die schwarze Zahl. Ja? Spielen hier alle binären Stellen, alle Stellen in dieser Binärdarstellung, spielen die eine Rolle? Die letzten drei Stellen. Genau sozusagen das I, was uns das vorgibt. Ne? Also es ist auch nicht so eine richtig gute Funktion in dem Beispiel, wo wir eine Zweierpotenz haben. Und das sorgt natürlich zwangsläufig für eine schlechte Streuung. Die wären sozusagen identisch bei dieser Betrachtungsweise. Ja? Und die werden natürlich nicht entsprechend gestreut. Werden halt alle abgebildet auf die 4, was sich dann hier drin entsprechend ausdrückt. Also nur die niederwertigen 3 Bits werden verwendet. Nicht gut. Eine gute Wahl. Wenn M eine Primzahl ist, dann kann sowas nicht so gut passieren. Häufig ist ja auch der Fall, dass beispielsweise der einzutragende Wert eine Zeichenkette ist. Dann müssen wir das irgendwie umwandeln in numerischen Wert. Ja, und das kann ich beispielsweise irgendwie so machen hier, indem ich da einfach den numerischen Wert beispielsweise irgendwie aus dieser ASCII-Ordnung nehme und das mit verrechne. Also ich sagte gerade schon, eine gute Wahl für sind Primzahlen, die nicht in der Nähe einer Zweierpotenz liegen. Primzahlen. Eine andere Methode ist diese hier, sogenannte Multiplikationsmethode. Man wählt sich eine Konstante und das finden Sie auch in dem Knuth, dass das hier eine gute Wahl ist. Wurzel 5 minus 1 durch 2 und multiplizieren das hier entsprechend mit diesem A und der numerischen Konstante oder diesem numerischen Schlüssel K. Runden das hier, ziehen den ganzzahligen Anteil ab und verrechnen das entsprechend. Also da kann man eine ganze Reihe von Hash-Funktionen entwickeln und das aber erstmal nur so als Idee. Ja? Dass Sie erstmal wissen, worum es überhaupt geht.